Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und ich habe für euch zwei Philips Männerrasierer getestet und darüber sprechen wir in diesem Video. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich verbummel mein Ladegerät für meinen Philips Blade. Ich verbummel die Aufsätze für meinen Philips Blade. Dann kaufe ich mir einen neuen Philips Blade und dann sehe ich zwei Wochen später, dass es jetzt die Pro-Version gibt. Und ich denke mir so, fuck, das kann nicht sein. Aber gut. Trotzdem habe ich mir die Pro-Version gekauft. Wieso, weshalb, warum, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht zum Thema, wie rasiere ich meinen 3-Tage-Bart. Verlinke ich jetzt auch mal hier unten im Video. Und das könnt ihr euch mal anschauen, wie ich das gemacht habe mit dem Philips Blade. Und da habe ich halt zwischen den verschiedenen Aufsätzen, zwischen 1mm, 3mm und 5mm hin und her gewechselt, um halt diesen natürlichen 3-Tage-Bart-Look zu bekommen. So, und da ich dann jetzt gesehen habe, die Pro-Version hat einen verstellbaren Aufsatz, habe ich gedacht, komm, super, sowas wollte ich haben, ja, kaufst du dir einfach. So, habe ich mir bestellt und jetzt habe ich einfach mal beide Philips Blade für euch getestet. So, und heute erkläre ich euch einfach mal den Unterschied zwischen diesen beiden Rasierern bzw. die Pluspunkte für diese Pro-Version. Erster großer Pluspunkt für den Philips Blade Pro ist natürlich die Akkuanzeige. Die ist natürlich schön zu sehen, wenn man den Rasierer aufgeladen hat. Dann sieht man, wenn man drauf drückt, dann sieht man ganz genau, wie viel Prozent der Akku noch hat. Das gibt es beim Philips Blade, beim normalen Philips Blade nicht. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man zum Beispiel auf Reisen geht und man sieht, man ist vielleicht für ein Wochenende weg oder so, da ist gerade noch 80% drauf, ich brauche kein Ladegerät mitnehmen, super, kannst einfach so einstecken, passt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil. Ja, und der eigentliche Grund, warum ich diesen Rasierer gekauft habe, was auch der enormste Vorteil oder der größte Vorteil eigentlich ist, ist der verstellbare Aufsatz. Man hat hier die Möglichkeit, zwischen 0,4 mm und 10 mm zu wechseln und das ist für mich auf jeden Fall der größte Vorteil. Somit muss man halt nicht diese Aufsätze wechseln, um einen natürlichen Look zu bekommen. Man kann einfach an dem Aufsatz drehen und dann kann man im Prinzip ganz einfach die Größe verstellen. Ja, zudem gibt es beim Philips Blade Pro auch noch eine Ladestation mit dabei, einen Ladefuß, wo man den Philips Blade Pro draufstellen kann zum Laden. Das kann natürlich für manche auch ein Vorteil sein. Das gibt es beim ganz normalen Philips Blade nicht mit dazu. Auch wieder mit dabei ist eine kleine Reisetasche. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Gibt es beim Philips Blade als auch beim Philips Blade Pro. Also da gibt es jetzt keinen großen Unterschied. Was natürlich gut ist, es sind die gleichen Klingen auf dem Philips Blade als auch auf dem Philips Blade Pro drauf. Man kann im Prinzip seine Klingen vom Philips Blade auf dem Pro setzen als auch andersherum. Das ist natürlich ein Vorteil. Weiß ich nicht, muss aber eigentlich auch so sein, ja. Ist ja im Prinzip der gleiche Rasierer. Aber das solltet ihr auf jeden Fall wissen an dieser Stelle. Und die Klingen ist natürlich, weil es die gleiche Klinge wie beim Philips Blade ist, wenn die Klinge aufgebraucht ist, wird die Klinge grün. Also ich habe es noch nicht gehabt, dass die Klinge grün ist, weil ich mich noch nicht so oft rasiert habe mit dem Philips Blade, weil ich ja immer ein 3-Tage-Bart stehen lasse. Aber sofern die Klinge nicht mehr funktionstüchtig ist, wird sie sich grün färben und dann weiß man, ah, alles klar, die Klinge kann weg, es muss eine neue drauf. Was natürlich an dieser Stelle auch ein Pluspunkt ist, weil bei anderen Rasierern, zum Beispiel bei einem Elektrorasierer, generell weiß man natürlich nicht, hey, funktioniert der noch, rasiert der noch vernünftig, muss man vielleicht die Klingen erneuern. Das sieht man hier an dieser Stelle bei beiden Rasierern. Großer Nachteil, ja, Leute, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Das Ladegerät vom Philips Blade passt nicht für den Philips Blade Pro. Hallo? Hä? Was soll das denn? So, ich habe schon gedacht, ich habe mich schon gefreut, so hey, perfekt, jetzt habe ich zwei Ladegeräte und kann beide Rasierer damit aufladen. Nein, geht nicht. Leute, das ist echt ein großer Nachteil. Also ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Ja, die Klingen kann man austauschen, aber man kann keine
und man kann das Ladegerät nicht nutzen für beide Rasierer. Wow, also da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Ja, und was auf jeden Fall noch ein weiterer Nachteil ist, ist, dass man diesen Aufsatz, den man hier auf dem Philips Blade Pro hat, den kann man natürlich nicht auf dem Philips Blade setzen und man kann natürlich auch nicht die Aufsätze vom Philips Blade auf den Philips Blade Pro setzen. Also dieser Aufsatz passt nur auf diesen Rasierer und die Aufsätze vom Philips Blade passen nur auf den Philips Blade. Wenn ich jetzt einen neuen Rasierer kaufen müsste, ich habe keinen der beiden Rasierer, dann würde ich diesen Rasierer bevorzugen, definitiv, weil man halt diesen verstellbaren Aufsatz hat und weil man die Akkuanzeige hat, finde ich coole Features, die bei diesem Rasierer mit dabei sind, hat man bei dem nicht. Der ist etwas handlicher, aber gut, wenn ich jetzt aber einen Philips Blade habe, ja, würde ich mir nicht zwangsweise nur wegen diesen zwei Features diesen Philips Blade Pro kaufen, ja. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich jetzt Philips Blade mir gerade vor 2 Wochen gekauft habe, jetzt direkt umsteigen auf einen Philips Blade Pro. Ich würde dann warten, bis der irgendwann kaputt ist oder ich habe keinen Bock auf den habe und den einfach mal austesten möchte. Aber es ist auf jeden Fall kein Muss. Wenn ihr jetzt noch gar keinen Rasierer habt, also überhaupt noch gar keinen Rasierer und überlegt, hey, welchen soll ich kaufen, den oder den, würde ich euch den empfehlen. Wenn ihr diesen schon habt, wartet, bis dieser Rasierer kaputt ist und holt euch dann erst diese Version. Also diese zwei Features, diese Main Features, ja, also das mit der Ladeanzeige und mit dem verstellbaren Aufsatz, das sind für mich die größten Features hier und die größten Vorteile an der Pro-Version, dass es einen Ladefuß gibt, das ist mir eigentlich relativ Jacke wie Hose. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat zu diesen Rasierern und wenn ihr mehr zum Thema Männerpflege, Männerrasierer, Männerfrisuren wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Ich freue mich über Daumen, ich freue mich über neue Subscriber, also Support ist kein Mord. Vielen Dank. Peace out.